Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Reborn. Wir sind beim letzten Mal entkommen. Wir sind mit Luna. Wie so gesagt wurde, war knallt. Etwas tut sich holen, was sie will. Sie kann es halt, ohne sich groß zu kümmern. Ich bin so dankbar, dass ihr gekommen seid, um mich zu retten. Ich möchte mich halt für die Umstände entschuldigen, die ich verursacht habe. Luna, Liebling, du weißt, ich und der Meister würden dich nie verlassen. Ja, natürlich. Danke, mein Liebes. Danke. Vielen Dank, Gardevoir. Ich sollte auch aufhören, mich gefangen nehmen zu lassen. Ich werde halt so niederbeste, wenn das so weitergeht. Ist ja alles schön gut, aber vielleicht sollten wir unser kleines Gespräch nicht vor der Tür unseres Gegners fortsetzen. Der Meister hat recht. Ich möchte diesen Ort verlassen. Es würde uns nicht bringen, jetzt wieder ins Schloss zurückzugehen. Zumindest werde ich da nicht zurückkehren. Tut mir leid, Kane, aber wir können unseren Kampf jetzt noch nicht haben. Ich habe halt andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Aber ich danke dir für den Hinweis, den du mir gegeben hast. Gardevoir? Tata Dias. Bleibt dabei für den nächsten großen Auftritt. Was meinst du mir? Danke für den Hinweis. Ich schätze mal, dass sie die Frage nicht beantworten. Ach, Meister liebt sein Mysterium, nicht wahr? Vielleicht ist es besser, wenn er es nicht sagt. Herzen schlagen schneller in der Dunkelheit. Weißt du warum? Weil es besser ist mit dem Licht aus? Oh mein. Wie auch sei, das war jetzt nicht meine Absicht. Auf einer anderen Art kann sich Dunkelheit schnell im Herzen breit machen. Sag mir, Vero, hast du Angst vor der Dunkelheit? Nein. Gut. Moment. Wenn man jetzt das sagt, nachdem man sich vorher mit Radomus zusammengetan hat, kriegt man hier ein Plus 1 für Freundschaft bei Luna. Bitte nimm dies. Kristallschlüssel. Dunkelheit im Herzen meines Meisters. Moment, Boas. Muss ich mal kurz nachschauen. Bohrt ein Loch aus, das ich nicht füllen kann. Also, dass ich nicht alleine füllen kann. Das kann ich doch. Ich kann so tun, dass ich kann, nicht wahr? Vero, ich warte. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meint, aber ich werde nun gehen. Wenn der Erdung gefunden ist, schaue ich mal nach, ob ich die Wachen bei Agatha aufwecken kann. Danke, dass du mich wieder gerettet hast, lieber Prinz.
Sie ist auch wieder geheilt worden, da waren die so nett. Das zu tun. Fällt mir ein. Ich habe noch gar nicht geschaut, ob sich meine Vermutung bestätigt hat. Also ich hatte es jetzt vermutet, weil dann der Angriff Shadow Ball dann rot umrandet war. Aber könnte es sicher gehen? Okay. Normale Attacken treffen Geister und Lichttypen sehr effektiv. Okay. Geisterattacken machen nur auch halben Schaden. Und spezielle Finsternistypen auch. Licht, das den Himmel verdunkelt, Licht, das den Himmel verbrennt, zerstört das Feld. Stagger das niedrigste Level. Ist auch ein Boost-Angriff. Angriff, Verteidigung und Genauigkeit. Das kann ganz schnell eskalieren. Das ist ein Drachenbogen, erst weiß ich, was es will. Dazu geht er zu viel aus. Tatsache, dass sie das einfach überstehen konnte, ist schon beachtlich. Kriminalität ist ja einfach der Überhand.
überlegen. Mal kurz das nachschauen. Was dir dabei hilft, dann das Pillenfall zu benennen. Der Pokémon Mystery Dungeon OWL gab es dann Plinfall, dann dachte ich, ich könnte das danach benennen, aber ich sehe nicht, dass es irgendeinen besonderen Namen hat. Kann man vor nichts machen.
Wasser-Pokémon mit uns ziehen müssen. Ja, ist ja gut trainiert, also wenn Fall kann ich sie ja dann wieder reinholen. Das ist auch schön. Wurde eben nach einem Hunter gefragt, aber wir haben wohl keins. Wieder verschlossen.
genüge mit dir. Zeig ihnen, was Ruhmreich bedeutet. Sie zeigt uns jetzt ihr wahres Gesicht. Glaubt dann, weil sie viel Geld hat, dass sie sich da alles erlauben kann. Wie? Dann andere beauftragen, unsere Familie zu töten. Frustration. Das bedeutet, das zeigt einmal, wie wenig Freundschaft, also Zuneigung, die zueinander haben. Schützen. Ich sag ja noch einen guten Geschwindigkeitsschub. Dem Typ effektiviert. Das ist schon echt witzig. Also kein Schallangriff. Der macht das auch nicht wirklich einen Unterschied, aber es hat guten Schaden gemacht. Das ist Pflanzengift.
Ja. Nutzlos, diese Pokémon sind nutzlos. Ich habe gutes Geld dafür bezahlt. Dieser zwielichtige Händler, dieses verräterische Schwein. Ich sollte ihn verhaften lassen. Als ob du das würdest. Ah, raus aus meinem Haus. Ja, richtig. Wirst du uns halt ein Stück Stein mit deinem furchterregenden Pokémon? Oh, warte mal, sie sind besiegt. Du hast deine letzte Karte gespielt. Wie dem auch sei, du wirst ja niemanden resten. Du bist die Kriminelle, die wissentlich illegale Pokémon kauft. Du wirst dich selbst ins Gefängnis bringen. Wie wagst du es? Halt's Maul dazu. Deine Tage halt hier die Unterwelt halt zu mobben müssen vorbei. Wenn ich oder jemand anderes hier auf der 7. Street dich nochmal sieht, wirst du nicht mögen, was da passiert. Verstanden? Na, ich nehme das als Zustimmung. Nun dann, komm. Das war nicht. Das war ein Totlachen. Gute Show. Ich würde sich eine Weile nicht mehr blicken lassen. Danke für deine Hilfe. Da war es wohl doch ganz gut, dass wir jetzt mal schon die Pokémon geklaut haben. So schlecht, wie sie die da behandelt. Ist jetzt keiner mehr. Es regnet sogar rein. Besuch abstatten. Bewegung zu haben ist ja schon recht praktisch. Ich war. Jetzt zurück zum Labyrinth.
war da als Schnellreise gedacht. Aber irgendwie kann man das dann doch fangen. Interessant. Dann nehme ich mal diesen Weg hier. Auch schon clever mit dem Design hier. Dass es einmal als Labyrinth funktioniert und das andere nochmal hier dann die Hecken dann so verbunden ist, dass man einmal rübergehen kann. Nicht schlecht. Damit werde ich jetzt auch den Part wieder beenden. Hoffentlich schaltet ihr auch weiterhin ein. Noch einen schönen Tag und wir sehen uns.